Ein ganz herzliches Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es darum, welche Aktionen Spieler in GTA 6 ausführen können werden, wenn sie sich zum Beispiel in einem Kampf mit anderen Spielern oder auch vielleicht der Polizei befinden. Doch bevor das Video losgeht, würde ich mich noch sehr über ein Like und ein Abo auf meinen Kanal freuen, denn damit könnt ihr mich und meine Arbeit gratis unterstützen. Und schreibt mir doch mal direkt in die Kommentare, was wünscht ihr euch denn für GTA 6? Was soll unbedingt wieder ins Spiel kommen? Und was sollte Rockstar diesmal lieber rauslassen? Und dann fangen wir auch schon direkt an mit dem Video für heute. Und zwar schauen wir uns hier für den Reddit-User IamTheDanger401 an. Dieser hat eben einen Post dazu verfasst, welche Spieleraktionen durch den letzten großen GTA 6 Leak 100% bestätigt sind und damit viel Platz für Spekulationen gelassen. Hier seht ihr mal ganz kurz seinen Originalpost auf Englisch und der Einfachheit halber habe ich euch diesen natürlich übersetzt. Und jetzt gehen wir das einfach mal zusammen kurz durch. Und zwar schreibt er: Bestätigte Spieleraktionen für GTA 6. Schutzmodus. Es gibt wohl die Möglichkeit, sich hinzuhocken, sich hinzulegen, sich selbst wieder zu beleben, wenn man am Boden liegt, Selbstmord zu begehen, die Seite zu wechseln, greifen im Nahkampf, Freundeskommunikation, Blick zurück, aufgeben und Freund anpingen. Unter diesem Post schrieb ein Reddit-User namens Rock'n'Drums, dass Wiederbelebung wohl auf jeden Fall nur für den Online-Modus gedacht sein wird und dasselbe gilt auch für den Selbstmord. Und auch ExcitingMountain59 gibt eine Meinung ab und er fragt sich, ob Selbstmord tatsächlich Selbstmord ist oder ob es einfach nur wieder aufgeben bedeutet. Schreibt mir doch mal direkt in die Kommentare, was ihr von diesen Aussagen haltet und ob ihr sie für wahrscheinlich haltet oder nicht. Und dann ist dieses kurze Video für heute auch schon fast schon wieder vorbei. Jetzt würde ich mich noch sehr über ein Like und ein Abo auf diesen Kanal freuen, denn damit könnt ihr wie gesagt mich und meine Arbeit gratis unterstützen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!